Moin, liebe Leute. Ich dachte mir, heute nehme ich auch mal mit zu einem kleinen Einkauf. Wir müssen nämlich noch unbedingt neue Höhlen kaufen für meine Geosisama Tiomanicum, Entschuldigung, da diese viel zu wenig Unterschlupfmöglichkeiten haben. Und die Pflanzen, die ich dort eingepflanzt hatte, sind auch leider ja alle schon ein bisschen angenagt von den Asseln, von meinen Posilio, Laevis, Orange und Panda. Und daher muss ich zusehen, dass ich da ein paar mehr Versteckmöglichkeiten für diese hinbekomme. Und denn gucken wir uns auch mal ein bisschen Kiel an, weil da gibt es so einige Ecken, an denen ich vorbei muss, die eigentlich fast allen, die mal RTL 2 abends geguckt haben, 20.15 Uhr bekannt sein sollten. Und ja, da werden wir dran vorbei spazieren. Ja, so sieht das momentan aus hier. Und wie man sehen kann, die Pflanzen sind alle gut mitgenommen. Vor allem da hinten, das ist ja mein Zierpfeffer. Also ehrlich gesagt, das ist ein Zierpfeffer und das nicht und das hier vorne auch nicht. Hinten habe ich ein bisschen Laub. Hier mein Farn, den haben sie auch schon ordentlich beknabbert. Also der geht gerade ein. Deswegen, das hat nicht so alles funktioniert, wie ich es vorhatte. Deswegen muss ich zusehen, dass ich eventuell noch ein paar neue Pflanzen kaufe und eben ein paar mehr Versteckmöglichkeiten. Und deswegen werden wir jetzt zu Knutzen gehen, zu Fachhandel Knutzen Kiel. Bis gleich. Echt gern machen, wer in diesem Hochbunker bei uns wohnt. Weil hier steht immer ein Auto vor, Fahrräder auch. Und ja, das muss auch sauteuer sein, das Ding zu heizen. Und da hinten ist auch gleich das Futterhaus. So, da wären wir auch schon. Das ist der Laden. Teddy, komm mal her. Ich habe meinen Rucksack mit dabei. Und schnell mal vielleicht. Da kommt Teddy mal rein. Weil ich keine Lust habe, dass er da irgendwas anpieselt oder so, weil das haben schon andere Hunde gemacht und da, wo ein Rüde schon mal hingepisst hat, pissen die anderen auch drüber. Und deswegen kommt er immer in die Tasche, ne? So, Teddy, Tauchstation. Runter. Teddy. So ist er fein. So, und da sitzt er da drin. Und dann kommt auf den Deckel zu. So. Da ist Teddy jetzt so lange drin, wie ich da drin bin. Und so sieht das denn aus, wenn ich ihn da drin habe. Sieht man das? Ja. Also so gehe ich da jetzt rein und besorge mir mal meine Sachen für meine Geosesama. Ja, bis gleich. Ja, Film wollte ich jetzt nicht unbedingt im Laden. Bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Hab drei Verstecke gekauft. Nennen sich, ich glaube, Crab Caves oder so. Und eine neue Lampe für mein Kaktus-Gecko-Terrarium, weil das ist leider kaputt gegangen. Also die ist durchgebrannt. Passiert einmal im Jahr ungefähr, dass ich die tauschen muss. Ja, und jetzt befinden wir uns wieder auf dem Heimweg. Sitz. So, komm. Hier, komm, auf die Seite. Hier. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Was der ja nicht abkann, sind diese tollen Inseln hier, wenn wir darauf warten müssen. Das ist gar nicht seins. Und hier mache ich die Kamera mal wieder aus, weil sonst wäre ich einen Kopf kürzer gemacht. Bis gleich. Geil ist ja, wenn man so eine geile Parkanlage hat, ne? Hier auf der anderen Seite ist gleich noch ein See oder ein etwas größerer Teich. Nur scheiße ist halt, dass hier hinter mir am Ende ein Spielplatz kommt, dann kommt ein Hochbunker und dahinter der Szenetreff. Hätte man den Spielplatz nicht irgendwo anders hinsetzen können oder den Szenetreff? Also, ja, genial ist was anderes, ne? Weil ich würde dann meine Kinder nicht so gerne auf den Spielplatz schicken. Weil der ist eigentlich recht genial. Also ich als Kind würde den feiern. Oder auch vielleicht jetzt, wenn ich nicht so schwer, würde ich da vielleicht sogar mal schaukeln, nachts, ganz heimlich. Aber so mit den Kindern würde ich da nie im Leben hingehen.
das ist ja auch mehr als genial. Teddy, bin erst. Bloß hier auf der anderen Seite haben wir gleich die Straße. Ja, aber hier kannst du abschalten. Los, nachts schalten hier eben die Junkies ab. Nein, hier in den Büschen sind immer nur Schlafplätze. Also abends würde ich hier nicht spazieren gehen. Aber tagsüber ist das echt genial. Teddy, du näherst. So, hier habt ihr auch nochmal Teddy. Ach, und die ganzen Parkanlagen, die man da hinten gesehen hat, sind nicht für Hunde. Die Hundeanlage kommt gleich, zeige ich euch auch nochmal. Da werdet ihr aus allen Wolken fallen. Also weiß ich nicht, was die Stadt sich dabei gedacht hat. So Leute, da haben wir die Zufahrt zur Autobahn. Da hinten ist eine große Kreuzung. Und hier vor uns ist der Hundeplatz. Also, ich weiß nicht. Hier ist eine doll befahrene Straße, da ist eine doll befahrene Straße. Also stark befahrene. Und mittendrin ein nicht eingezäunter Hundeplatz. So, wieder ab vom Schuss. Ist zwar gut für die Allgemeinheit, weil dann tobt er nicht dazwischen den Grillplätzen rum und so. Aber wer in aller Welt lässt seinen Hund hier bitte schön ohne Leine spielen? Und nachher, also ein Hund ist ja ein Wildtier. Und nachher springt er irgendwie mal irgendwas hinterher, rennt entweder in die Richtung oder in die Richtung. In die Richtung kann es nicht, weil da ist ein Hochhaus eingezäunt. Das ist nämlich einsturzgefährdet. Und der wäre platt gefahren. Also das ist mehr als fragwürdig, was die Stadt dabei wieder sich gedacht hat. Ja. So, die Höhlen, die man jetzt hier sehen kann, also die da und die da, diese habe ich neu eingesetzt. Genauso wie die da hinten. Es sind insgesamt 3 Stück, die ich jetzt eingesetzt habe. Ihr seht ja, das ist viel zu wenig Pflanzenmasse, die hier ist, wo sie sich unter verstecken können. Und deswegen hoffe ich, dass das da ein bisschen mit hilft. Upala. Wasser muss ich gleich nochmal nachfüllen. Das muss man eigentlich fast zweimal täglich nachfüllen, weil es so schnell verdunstet. Ja, das ist jetzt die Höhle. Die habe ich hier dann so untergestopft. So, dass die dann eben hier hinten noch ein bisschen Laub haben. Da die Höhle, hier vorne die Höhle, da die Höhle. Hinten mache ich nochmal ein bisschen mehr Laub hin. Pflanzen wachsen ja auch, aber eben nicht so, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Ja, die Asseln tun ihr Bestes, um dagegen anzuarbeiten. Das sieht man ja auch gut hier mit dem ganzen Fraßschaden. Da waren früher sonst, ach, das war alles voller Blätter hier vorne. Das Gebiet, was ich jetzt ungefähr filme, bis zu dem Zierpfeffer hin. Und das haben sie alles weggenagt. Das ist, weiß ich, die sind so gierig. Ich muss gucken, dass ich die irgendwie, also die Asselmasse mal ein bisschen ausdünne. Aber ich weiß nicht wie, ohne dass ich die Krabben damit schädigen würde. Ja. Ja, aber so sieht das jetzt aus. So, hier habe ich ein paar Blätter drin, damit sie sich da unter verstecken können. Muss ich noch Wasser nachfüllen. Luftfeuchtigkeit ist natürlich jetzt unter aller Sau, 70% und 22,5 Grad. Aber das kommt auch, weil ich die Tür auf habe. Also schnell wieder zu. Und ja, gleich nochmal ein bisschen sprühen, damit die Feuchtigkeit sich wieder erholen kann, damit das wieder steigt und nicht weiter sinkt. Weil die brauchen ja so zwischen 80 und 100% Luftfeuchtigkeit. Je trockener die Luft ist, desto eher würden die sich hier im Wasserteil aufhalten. Deswegen habe ich einen ziemlich kleinen Wasserteil, weil ich halt immer so um die 95% Luftfeuchtigkeit habe. Ja. Genau, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr gespannt seid auf weitere solche Videos bezüglich meiner Geosisama, denn eben meiner, oder ich sage jetzt mal auf Deutsch, der Vampirkram, die hier drin sind, den Asseln, die hier drin sind, Leopardgeckos habe ich ja auch. Oder mein Kaktusgeckos, dass ich euch da mal ein bisschen von erzähle. Also schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns bis dann. Tschüssi!